Du kennst doch bestimmt das alte Sprichwort: Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich bin mir nicht sicher, ob das jemals besser gepasst hat, wie in diesem Fall. Am 25. Februar 2015 ist ein tragisches Ereignis eingetreten, wo ein Jugendlicher einen anderen Jugendlichen erschossen hat und einen weiteren schwer verletzte. Die beiden chillten und spielten oft zusammen, waren seit über 10 Jahren miteinander befreundet, weshalb dieser Fall auch für nationale Schlagzeilen sorgte. Aber nicht, wie das Opfer gestorben ist, sondern was der Angreifer danach getan hat. Er machte zuerst ein Selfie mit seinem eben angeschossenen Opfer und lächelte dabei, wie ein Jäger, der seine erste Beute erlegt hatte. Was ging dem Täter da durch den Kopf und wieso lächelte er dabei? Das Opfer Ryan Mangan war erst 16 Jahre alt, als er erschossen wurde. Ryan war ein beliebter, von Natur aus begabter Teenager. Er liebte Tiere, spielte gerne Videospiele und machte sehr gerne Sport. Ryan arbeitete bei McDonald's. Und nebenbei arbeitete er noch ehrenamtlich beim Roten Kreuz. Nach einer Schlägerei an seiner Schule wurde Ryan an eine örtliche Alternativschule versetzt. Seine Mutter betonte aber, dass er keinerlei Schuld daran hatte. Dort trifft er einen anderen Teenager namens Maxwell Morton und die beiden freundeten sich ziemlich schnell an. Besonders Videospiele spielten beide sehr gerne zusammen und schnell wurde es zur Tradition, dass auch mal bis tief in die Nacht gezockt wurde. Später wird er aussagen, dass es zwischen ihm und Ryan nie einen Streit gab und beide die Freundschaft sehr genossen. Vor Gericht äußerte sich Morton dann, dass er dachte, das Magazin wäre leer und keine Kugeln geladen. Also wollte er ein Selfie damit machen, indem er auf sein Opfer zielte. Dann wollte er Ryan erschrecken, indem er den Abzug drückte und dachte, Ryan würde sich von dem Sound des getätigten Triggers erschrecken. Die Kugel dringte direkt unter Ryans linken Auge ein, bis er direkt auf dem Stuhl zusammenbrach. Hier wäre der Punkt, wo die allermeisten Menschen den Notruf wählen und nach dem Opfer sehen und versuchen alles, was geht, zu tun, um dem Opfer zu helfen. Wenn es doch ein Unfall war. Doch nicht Morton. Er sagt aus, er hatte Panik, er habe so etwas noch nie erlebt oder gesehen, wie jemand stirbt. Zuerst bin ich rausgerannt und dann aber wieder schnell zurückgekommen und ihn da liegen sehen. Ich wollte Hilfe rufen, aber in dem Moment fühlte ich mich leer und nahm keine Rücksicht auf das Leben. Ich hatte keinen Grund dazu, weil ich wollte mich auch umbringen. Anstatt Hilfe zu rufen, holte er sein Handy aus der Tasche, um zu dokumentieren, was passiert ist. Er machte ein Bild von sich selbst, grinste in die Kamera, während sein Freund neben ihm am Verbluten und Sterben ist. Später fügte er noch hinzu, jemand in seinem Kopf habe gesagt, er solle ein Foto machen von dem, was geschehen ist, um es zu dokumentieren. Deshalb wäre dieses Selfie entstanden. Morton prahlte mit seinem Mord. Am Abend spielte er Videospiele mit seinen Freunden. Er sagte, er habe sein erstes Opfer. Der andere Junge dachte sich nicht viel dabei und ging von einem Prank aus. Bis Morton einen verschlüsselten Link zu der Nachricht über den Tod schickte und von dort aus über Snapchat das Selfie seinem Freund mit dem Text: Ich habe dir gesagt, dass ich aufgeräumt habe. Schickte. Doch es gab eine weitere Nachricht, die unmissverständliche Drohung. Ryan war nicht der Letzte. Der junge Teenager machte direkt ein Screenshot, zeigte es seiner Mutter. Diese informierte die Polizei mit den Worten: Sie werden es nicht glauben, aber ich habe den Mörder hier auf Snapchat. Das veranlasste die Polizei, sofort zu Mortons Haus zu fahren. Dort erzählte er, was passiert ist und wo die Waffe liegt. Er erzählte, Ryan wollte ein Bild, in dem es so ausschaut, als würde er erschossen werden. Und dann wäre dieses tragische Unglück passiert, weil beide dachten, das Magazin wäre doch leer. Später äußerte er sich aber mit einem Lächeln und den Worten, dass es ihm eigentlich alles scheißegal ist. Nach den Ermittlungen und den Ergebnissen der Forensik stellte sich heraus, dass Ryan hätte noch leben können, wenn er sofort ärztliche Hilfe bekommen hätte. Dadurch, dass der Täter noch lieber Selfies mit seinem im Sterben liegenden Freund machte
und keine Hilfe leistete, hat er Ryan die Chance genommen, gerettet zu werden und nahm so seinen sicheren Tod in den Kauf. Vor Gericht betonte Morton immer wieder seine Unschuld. Es wäre ein tragischer Fehler gewesen, mit den Waffen zu spielen und rumzualbern. Wir gingen beide davon aus, dass diese nicht geladen waren. Die Richterin verurteilte Morton zu 15 bis 30 Jahren Haft und sagte, dass das Foto und der Punkt, dass er nicht den Notruf gewählt hatte, ausreichend genug sind, um ihn wegen Mordes zu verurteilen. Niemand wird den Grund des Fotos in jeglicher Hinsicht verstehen können. Vielen Dank für das Schauen meines Videos. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere doch meinen Kanal und schreibe einen Kommentar. So unterstützt du diesen enorm und trägst dazu bei, dass unschuldige Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Vielen Dank für dein Like und bis bald. Pass auf dich auf.